Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem ganz kurzen Jurassic World Evolution 2 News Video. Denn Frontier hat auf ihren Social Media Kanälen einen ganz kurzen Clip gezeigt, den ich jetzt auch mal eben abspiele. Und auf dem wurde schon mal das neue DLC und das kostenlose Update so ein bisschen angeteased. Auf den ersten Blick sieht man nichts, also wundert euch nicht, aber wenn wir gleich genauer hingucken, dann kann man ein paar Neuerungen erkennen. Das war schon der Clip, aber wenn ich jetzt mal zurückspule, da haben wir als allererstes einen neuen großen Fleischfresser. Kann man leider auch nicht viel von erkennen. So ein bisschen die Haut und die Beine. Könnte halt fast alles sein, ich habe keine Ahnung, was es ist. Aber das wird vermutlich einer der Dinosaurier von dem neuen DLC sein. Muss aber auch nicht. Es kann natürlich auch sein, dass das einer ist, den wir schon im Spiel hatten. Leider kann man da halt wirklich nur die Beine und so ein bisschen Klaue erkennen. Also da oben rechts seht ihr auch so ein bisschen die Klaue. Ich habe aber ehrlich gesagt keine Ahnung, welcher das sein könnte. Also schreibt es gerne in die Kommentare, falls ihr da eine Vermutung habt. Aber es gibt auch noch mehr hier zu entdecken, denn wenn wir hier wieder zurückspulen, das Tor aufgeht, da könnt ihr hier einen Mülleimer erkennen und auch eine Bank. Das heißt, wir kriegen endlich Bänke und einen Mülleimer für die Besucher. Das ist doch richtig, richtig gut. Das wurde sich schon lange gewünscht. Ich freue mich da auch sehr drauf. Und ich hoffe tatsächlich auch, dass die dann in das Wohlbefinden mit einspielen der Besucher. Also, dass sie das dann auch brauchen, um sich wohlzufühlen im Park. Und, ja, dass sie es hoffentlich auch benutzen können. Aber ich gehe davon aus. Also, das wäre ja sonst sehr, sehr seltsam. Und bei dem Mülleimer bin ich auch gespannt, ob es dann so sein wird, wenn man nicht genug davon platziert, dass dann der Park verdreckt wird oder so. Das kann ja sein. Wie in anderen Parkbilderspielen genauso. Freue ich mich auf jeden Fall sehr drüber. Und was man noch erkennen kann, hier in der Mitte. Da sind solche Picknickbänke. Also so ein großer Tisch in der Mitte und dann so zwei längliche Bänke. So sieht das zumindest aus. Also ich denke mal, das werden dann einfach so Plätze sein für Restaurants und sowas. Da können sich dann die Besucher auch hinsetzen und essen. Finde ich auch nicht schlecht. Und hier ist auch eine neue Flagge, glaube ich. Also wir werden auf jeden Fall einiges an neuer Dekoration bekommen. Und ich hoffe halt sehr darauf, dass die Dekoration dann auch funktionabel ist. Und dass man die halt auch im Park braucht, damit die Besucher zufrieden sind. Ja, ansonsten war es das, glaube ich, an Informationen. Schreibt, wie gesagt, gerne mal in die Kommentare, was ihr denkt, was für ein Theropode das hier sein könnte. Ich gehe übrigens davon aus, dass dann die ganzen Deko-Objekte, so wie Bänke und Mülleimer und sowas, im kostenlosen DLC enthalten sein werden. Und dass wir dann vermutlich dazu zusätzlich noch ein Dinosaurier-Pack oder sowas bekommen werden. Das war ja eigentlich in der Regel immer so. Vermutlich wird es dann morgen auch weitere Infos dazu geben. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Und falls euch das Video gut informiert haben sollte, lasst gerne ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.